Ja, heute haben wir uns entschieden, Ihnen mal den Bildschirm hier direkt zu zeigen, um einige der interessanten Trades oder Werte der letzten Tage etwas genauer zu betrachten und Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, das hier noch detaillierter zu sehen. Da ist eine Rubrik oder ein Bereich, glaube ich, recht stark diese Woche aufgefallen. Das sind Werte aus dem Gesundheitsbereich mit Verbindung, ja, Richtung oder mehr mit Verbindung zum Cannabis-Sektor haben wir nämlich zum Beispiel hier Organigramm Holdings. Hier gab es eine Meldung jetzt aktuell, dass es einen großen Deal mit einem 7-Milliarden-Deal mit einem Pharma-Konzern gibt, der auch hier den medizinischen Nutzen von Cannabis weiter vortreiben oder für sich selbst für Medikamente mitnutzen will. Und das hat natürlich hier bei der Aktie für massive Bewegungen gesorgt. Gestern, wie gesagt, ein Anstieg von 1,95 Dollar, wo wir waren, bis auf 2,50 Dollar. Das heißt, wir haben hier über 25% in der Spitze gestern gesehen. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, sehen natürlich hier die massiven Einkäufe auf der Optionsseite. Vornehmlich sehr kurze Wetten, wie wir hier erkennen können, wo es wirklich darum ging, dass es jetzt dadurch einen Anstieg gibt bis zum 19. Februar auf 5 Dollar. Das kann natürlich klar kurzfristig extrem schnell auch weiter in diese Richtung, in dieser Weise vielleicht sogar steigen. Und um Ihnen das mal ein Stück weit zu verdeutlichen, wollen wir natürlich auch hier vielleicht den Chart etwas größer ziehen, dass wir auch hier mal die letzten 3, 4, 5 Jahre betrachten. Also der Wert war in diesem Hype, den es ja, sage ich mal, um den Cannabis-Sektor gab, sicherlich auch hier bis Anfang, Mitte 2019 bis auf über 8 Dollar gestiegen. Wir sehen, da war auch nicht viel mit Volumen. Das ist jetzt erst in den letzten Wochen reingekommen, vornehmlich natürlich auch das Call-Volumen. Also es kann ein ganz interessanter Zeitpunkt sein. Für die Aktie selbst oder auch über Optionen. Wie gesagt, das Symbol, was wir hier haben, ist SNOGI, Organigramm Holdings, und ein Wert, der hier aus dem gleichen Segment kommt, ist der Titel SNDL. Auch den wollen wir natürlich kurz auf dem Chart zeigen. Da gehe ich noch einmal, ja, ein Schritt zurück. Hier können wir sagen, das war auf jeden Fall ein Penny Stock, bis das Volumen jetzt hier auch vor wenigen Tagen nochmal richtig explodiert ist. Und hier gibt es ähnliche Meldungen. Auch hier sehen wir natürlich größere Wetten auf den Call-Bereich. Ansonsten die Aktie selbst gar nicht so lange am Markt. Das heißt, wir sehen, wir haben hier erst eine Chart-Historie seit letzten September. Also das sind zwei interessante Titel aus diesem Bereich, SNDL und OGI. Beides Werte, die im niedrigen Preissegmenten noch liegen. SNDL, wie gesagt, sogar vor einer Woche noch in Penny Stock hier gewesen, wenn man sich hier den Preisverlauf anschaut. Das ist auf jeden Fall zwei Werte, die auch stark miteinander jetzt von der Branche verbunden sind. Jetzt wollen wir aber nochmal auf ein, zwei andere Titel drauf schauen, die diese Woche interessant waren. Das war zum einen Snapchat. Da werden Sie jetzt sicherlich schon, wenn Sie das Video sehen, etwas mehr wissen, weil hier die Quartalszahlen jetzt heute nach Börsenende kommen. Hier ging es uns einfach darum, dass wir so einen positiven Trend gesehen haben, bevor die Quartalszahlen jetzt bekannt gegeben werden. Und einfach dieses, wie sagt man, Pre-Quartalszahlen, also bevor die Quartalszahlen dann wirklich veröffentlicht werden, das Ganze genutzt haben. Wir hatten es schon häufiger gesagt, über Optionen ist das natürlich immer noch ein Stück einfacher, da man halt hier auch den Anstieg der implizierten Volatilität ein Stück für sich nutzen kann. Aber ansonsten charttechnisch war das natürlich auch passend. Wir hatten jetzt hier vor 2 Tagen den Ausbruch über das letzte Hoch. Und alles andere, was mit den Quartalszahlen jetzt kommt, ist natürlich, sage ich mal, ein Stück weit der Blick in die Glaskugel. Das ist immer schwierig. Das würde ich generell dann eher über Optionsstrategien versuchen zu nutzen.
Gerade bei Werten wie Snapchat, die jetzt so stark schwanken nach den Quartalszahlen, so wie wir es hier gesehen haben. Da gab es natürlich einen riesen Gap. Wenn Sie jetzt long positioniert sind, ist das natürlich super, kann aber auch mal in die andere Richtung gehen. Und das werden wir dann heute nach Börsenende sehen. Aber solche Ausbrüche oder Bewegungen, Marktphasen, wie sie jetzt sind, kann man dann immer mal nutzen, auch für den einen oder anderen kurzfristigen Trade, wenn man jetzt sieht, okay, es kommen sowieso in 2 Tagen die Zahlen, der Wert ist jetzt gerade dabei auszubrechen, Stimmung ist positiv, dann sind das eigentlich alles Anzeichen, wo wir wissen, okay, der wird jetzt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen noch weiter in die Richtung laufen und uns eine Möglichkeit geben, dann einfach mal 10, 20% auf die Option wohlgemerkt mitzunehmen. Bei der Aktie sehen Sie selbst, waren das aber in der Form, glaube ich, wir können mal ganz genau reingehen. Ja, auch gute $3 in 2, 3 Tagen. Das lässt sich, glaube ich, bei einem Wert, der jetzt um die 60 liegt, auch durchaus als guten Gewinn bezeichnen für die kurze Zeit. Und der letzte Wert, den wir hier noch mit reingenommen hatten, war DKNG. Hier ist es auch ganz interessant. Der Wert ist so ein Stück weit jetzt, ich will nicht sagen, schon ausgebrochen, aber über die letzten Höchststände zumindest mal hinaus ja, hinausgelaufen, quasi mit der Kerze jetzt vom Dienstag, gestern auch noch mal ein kleines Stück höher. Und ja, wir sehen jetzt heute vorbörslich schon 4% im Plus. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile auch schon hier bei 62,55. Und das Interessante bei solchen Werten ist für mich immer charttechnisch natürlich der letzte ja, Hochkurs, ist 52 Wochen hoch oder vielleicht auch Allzeithoch, weil das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass das in den nächsten Tagen dann auch angetestet wird. Vielleicht auch da noch ein, zwei Informationen für den Wert selbst, dass wir auch hier schauen. Die Quartalszahlen kommen dann am 26. Februar vor Börsenbeginn. Das heißt, da ist natürlich auch noch genügend Zeit, um vielleicht sogar vorher schon den Ausbruch zu schaffen. Das ist ein Wert aus dem Financial Sektor, DraftKings Incorporation, und gelistet das Ganze an der Nasdaq. Ja, und wenn Sie auch in den nächsten Wochen keins dieser interessanten Werte oder Trades mit verpassen wollen, dann subscriben Sie bitte hier zu unserem Kanal. Wir würden uns freuen, Sie auch in der nächsten Woche wieder mit begrüßen zu dürfen.